Ich muss mal eben das Handy ausmachen. Ich habe ganz vergessen, dass das ja noch auf laut war. Oh komm, das war aber jetzt übertrieben, oder? Mann, jetzt übertreibt er aber wirklich. Das sind alles so Missionen, ne? Die jetzt auch nicht das Let's Play so richtig nach vorne bringen. Die irgendwie so ein bisschen langweilig wirken. Diese Stadt besitzt keinerlei Schönheit. Keinerlei Lebensfreude. Du strahlst hier aber auch nicht aus, Junge. Ihr lauft herum wie die Tiere. Wie die Hühner. Jeglichen Anstand. Absolut. Idioten. Ihr seid alle Idioten. Hauptsache du nicht. Ihr Engländer glaubt, ihr könntet die Welt beherrschen, ist mir Schleier. Weil wir Englisch sprechen? Weltsprache? Warum sage ich wir? Ich bin doch gar kein Engländer. Preise den Herrn für importierte Wein. Die Frage ist jetzt. Keine Waffe dabei, nichts. Bleibt er denn jetzt da drin? Und die Frage ist, darf ich überhaupt irgendeinen töten? Weil, wie komme ich denn an den dran? Kann er nicht einfach in so ein Sperrgebiet eindringen? Oder? Naja, noch ein größeres Sperrgebiet, bitte. Ja, ich war mit der Zehenspitze drin im Gebiet. Ich weiß, es tut mir leid. Aber bitte jetzt nicht wieder ganz von vorne. Bitte nicht. Ich habe noch keinen Ansatz... Oh nein, ich habe echt noch keinen Ansatz gefunden. Ich weiß, wo der Spinner hinrennt. Jeglicher Anstand.
Idioten. Ihr seid alle Idioten. Warum ihr Engländer glaubt, ihr könntet die Welt beherrschen, ist mir Schleier. Mir auch. Den Herren für importierte Weizen. Also, ich kann ihn nur ganz geheim töten, wenn der ständig unter Bewachung ist. Ich weiß gerade echt nicht. Ich kann doch nicht vor dem in den Misthaufen da springen, oder? Wahrscheinlich sieht er mich hier. Das ist das Einzige, was ich mal versuchen kann, dass ich irgendwie darunter hüpfen kann. Weil das ist wieder so eine ätzende Mission, wo du immer nicht weißt, warum muss das alles so extrem sneaky sein? Warum? Säbel raus und ab ist die Rübe. Idiot. Ihr seid alle Idioten. Warum ihr Engländer glaubt, ihr könntet die Welt beherrschen, ist mir Schleier. Ja, mir auch, aber können wir weitermachen? Ich will diese Sachen noch dreimal machen, deswegen ist mir das ganz wichtig. Ja, komm hoch. Ja, der sieht mich natürlich hier sofort. Stand still. Du bleibst da drin! Ja, jetzt sag mir doch mal, was soll ich denn, wie soll ich den denn sneaky umbringen, wenn ich noch nicht mal an die Stelle, wo er sneaky sein könnte, hinkomme? Wo ist denn jetzt der Lösungsansatz, bitte? Ey, Leute, hört auf mit solchen Missionen. Die vergrätzen mich als Spieler. Ich hab da keinen Bock zu. So eine Scheiße wie Verfolgen 100-mal zu machen. Das ist albern. Ja, oder dann setzt irgendwelche anderen Punkte ein, aber doch nicht jedes Mal dieselben Texte. Ewig langes Gelatsche. Wie soll ich denn da hinkommen? Keinerlei Lebensfreude, keine. Mann, ey. Ihr lauft herum wie die Tiere. Wie das Vieh, ohne jeglichen Anstand. Ich kann ja auch nicht auf der anderen Seite lang. Ihr seid alle Idioten. Warum ihr Engländer glaubt, ihr könntet die Welt beherrschen, ist mir Schleier. Aber ich muss ja irgendwie in diesen Misthaufen rein da. So, wenn ich hierher laufe. Aber da komme ich nicht in den Misthaufen. Preise den Herrn. Wer trinkt schon mehr als einmal im Monat rum? Ja, guck mal. Alter. Wie soll das denn geschafft werden? Na, jetzt hüpfst du da rein, du Affe. Ich habe mich verlaufen. Wie kümmerlich diese Stadt doch ist. Nur gerade Linien und fantasielose Blöcke und dennoch kein Sinn für Ordnung. Oh, ich
vermisse die warmen, gewundenen Straßen von Firenze. Ich vermisse die Kultur. Diese teuflische Hitze. Ich nehme noch ein Schlückchen. Ja. Ich weiß nicht, wer mich gesehen hat. Oh, leck mich doch am Arsch. Ist das eine Scheißmission? Oh, kotzt mich die jetzt schon wieder an. Ey, das ist doch nicht relevant, was ich hier mache. Oh ja, was du bist, ist mir scheißegal, du Heckenpenner. Geh da weg. So. Tot ist er auf jeden Fall. Mann. Da beschäftigt sie die stundenlang mit so einem Mist hier. Bin bereit, komm, gehen wir. Ihr Alten, Aber du darfst ihn ja auch nicht, du kannst dich ja nicht schon mal in Position bringen. Nein, du musst ja ständig hinter diesem Affen herlaufen. So. Ach, das geht, ja? Diese Stadt besitzt keinerlei Schönheit. Keinerlei Lebensfreude. Es ist doch keiner da, mit wem redest du denn? Ästhetischer Plan. Ihr lauft herum wie die Tiere. Wie das Vieh, ohne jeglichen Anstand. Ja, ich habe ihn aus dem Fokus gelassen. Wie schlimm. Preise den Herren für importierte Weine. Ja, ich muss mich immer erst aufregen, aber das geht jetzt natürlich problemlos, weil keiner mehr zuguckt. Aber wenn du auch nur die Zehenspitzen in das rote Gebiet setzt, dann bist du natürlich sofort... Also komm hier, hör doch auf. Schwachsinn. Solange er verkleidet ist, er inkognito. Ja, ja, und diese komischen Klingen fallen nicht auf. Bitte verzeiht mir meine Verspätung. Ich bin Ruggiero Ferraro. Hi, Mr. Ferraro. Kein Problem. Erstmal was essen. Okay, ich muss mich also bei den ganzen komischen... Ladies and Gentlemen. Einen Toast auf meine kurze Zeit als Gouverneur der Bahamas. Denn unter meiner Führung haben stolze 300 Piraten das Generalpardon akzeptiert und der Krone die Treue geschworen. Und doch, trotz all meiner Erfolge beliebt seine Majestät mich zu entlassen und beruft mich zurück nach England. Bravo! Gott segne, Fatzke. Darum, hurra! Hurra auf die ehrlosen und ignoranten Schnösel, die mit einem Stock im Arsch die Welt regieren! Ja, ja. Hurra! Wo gehst du denn hin? Ich habe nicht die geringste Ahnung und ich habe sicher nicht vor, sie danach zu fragen. Wir trennten uns vor beinahe 5 Jahren und das war für uns beide wohl das Beste. Bitte verzeiht meine Neugier, Governor. Vielleicht bin ich später freundlicher, wenn sich mein Verstand verabschiedet hat. Immer dieses Gesaufe.
Wo läufst du, Igel, denn hin, Mann? Bleib doch mal hier. Ich sage, das sind stilvolle Gewänder, doch bei dieser Hitze hier sicher nicht bequem. Sie. Doch für Männer mit Geschmack, so wie uns beide, muss die Form im... Eure Entlassung ist eine Affenschande, Rogers. Ihr habt mein Vertrauen. Auch jetzt. Wo kann ich den jetzt unbemerkt töten? Nun, es steht noch nicht fest, gewiss nicht. Wenn der König mich anhört, kommt er sicher zu einer vernünftigen Lösung. Warum löst er mich jetzt auf? Hält sie jetzt wieder eine Ansprache? Ich meine, da hinten wäre ja möglich, aber... Ich kann mich doch bestimmt nicht in diesem Busch einfach verstecken. Da hinten wäre bestimmt auch möglich. Wann die Barbaren von Nassau in die Knie, bei Gott, und so will man es mir danken. Ich glaube es nicht. Hm. Verdammt richtig, so war es, Roger. Und falls ihr zu Hause einen Leumundszeugen braucht, gebe ich euch gern einen Empfehlungsschreiben. Gute Frage, wo geht er jetzt lang? Man erzählt sich, Rogers, dass ihr euch mit diesem Spanier angefreundet habt. Laureano Torres. Ist das wahr? Ist es. Und ich bin stolz darauf. Torres war ein Gouverneur wie ich. Und wie ich hat er voller Hingabe für Gerechtigkeit gesorgt. Danke für die Ausrichtung meiner Abschiedsfeier. Ich war noch nicht zu ungestüm. Eure Rede war sehr offenherzig, doch nicht, wofür man euch hängen wird. Nun, wie wär's damit? Bald sind alle Monarchien der Welt überflüssig. Und wenn dieser Tag kommt, werden Männer wie Torres und ich uns als Architekten ihres Untergangs zu erkennen geben. Oh Gott, Rogers, wie kühn ihr seid. Okay, er geht wieder diesen Weg. Dann setzen wir uns mal hier rein. Ich meine, ich weiß zwar nicht, wie ich hier jemanden unbemerkt töten können soll, aber ist ja immer ganz gut, alles unbemerkt machen. Weil bei den paar Wachen, die könnte ich doch mit einem Schwert ohne Probleme umbringen. Ich hoffe, er kommt jetzt auch in meine Nähe, dass ich ihn hier wegmeucheln kann. Weil wenn ich jetzt pfeife, kommen bestimmt alle. Wunderbares Wetter haben wir hier auch. Fast so schön wie in New Providence. Ihr wisst, was ich meine, ne? Ich komme aus der Deckung. Ich wüsste, wo soll ich den hier denn unbemerkt töten können? Wo ist die eine Stelle, wo das funktioniert? Hm? Bedauern, Captain Rogers. Lasst ihr Unerledigtes zurück? Ja, dass ich die Instandsetzung von Nassau aus eigener Tasche zahlte. Mehr als drei Viertel der Arbeit... So, jetzt kann ich zum Beispiel nicht gerade aufslaufen. ...bezahlte ich von meinem eigenen Geld. Wenn das nicht Beweis meiner Hingabe ist, dann ist der König ein Narr. Ja, ja. So, wieder. Wo und wie kann ich den unbemerkt töten? Ich habe keine Pfeile dabei. Musik
geraten.